Hallo und herzlich willkommen bei Nadine Hub. Ich habe bei mir jetzt 2 Gramm Salz drin, dann ERAs von Big Zone, Cluster von Big Zone, 30 Gramm und Arginin, Citrullin. So, das ist so mein Intra. Okay, selbst zusammengemixt. Alles immer, du? Ja, ein bisschen auch selber zusammengemixt. 2 Sachen sind gleich. Ich habe auch Cluster drin, ERAs drinnen. Ich tue aber immer noch gern Kollagenpeptide mal rein, weißt du, für meine Sehnen und Bänder. Ja, macht Sinn. Und Glutamin, damit es irgendwie besser verträglich ist, weil ich finde, das verträgt sich mit dem Cluster dann besser. Also Glutamin immer so 15 Gramm Glutamin, 30 Gramm Cluster, 20 Gramm ERAs und nochmal 15 Gramm Kollagen. Okay. Also dann auf 2 Shaker verteilt. Ich habe einen. Aber das mit dem Citrullin und Arginin, das muss ich mir merken. Das ist geil. Mit dem 2 Gramm Salz, mit dem Pump deines Lebens. Da verdoppelt sich einfach. Okay, im vorherigen Video sind wir durchs Studio gegangen. Ich habe Alex mal kurz das Studio gezeigt, was es hier so alles gibt. Ich glaube, ich werde auch mal einen Studio-Rundgang mit Mimi mal noch machen, dass er da mal ein bisschen mehr dazu sagen kann. Aber da habt ihr schon mal gesehen, was hier alles so an Geräten steht. Wir machen heute Rücken. Wir haben schon ein bisschen durchgesprochen, was wir machen. Wir fangen an mit der Maschine drüben oder für ein Latt. Gehen dann, was machen wir dann? Auch High Row, genau. Die altmodische Cybex Rudermaschine. Ja. Und das Goldstück hier. Nee, cool. Legen wir los. Wärmst du dich irgendwie auf oder? Ja, am Gerät, finde ich super. Bist du auch so? Ja. Außer bei Schulter. So bei Schulter, da wärme ich immer das Gelenk noch schön auf. Aber dann also ich hätte jetzt hier einfach eine 20er einfach mal drauf und dann einfach mal so 4 Sätze nur für die Bewegung gemacht, damit wir ein bisschen warm werden und dann schauen wir mal. Das haben wir vorhin auch gerade darüber geredet. Das sind, glaube ich, so ziemlich in der Hinsicht die Experten. In unserer ersten Profisaison gewinnen wir einfach mal gleich und kommen auf die Olympia. Und in der zweiten Profisaison? Immer Zweiter. Immer knapp daneben. Ja. Jetzt kommt noch eine dritte Saison, bei mir zumindest. Hoffen wir mal, dass es wieder besser wird und bei dir, wenn du wieder startest. Ja, ja. Gucken wir mal. Je nachdem, was der Herr Dr. Ritsch zu mir sagt, ja. Gucken wir mal, wie das Ganze verläuft, das Gespräch beim Dr. Ritsch. Und dann kann er mir hoffentlich sagen, wann ich wieder starten kann. Oder Max sagt mir, wann ich starten darf. Back-off-Sets oder Movement-Training? Das kommt immer drauf an. Also tatsächlich nicht jede Übung. Ich habe Übungen drin, wo im Hit-Verfahren ist. Beispielsweise bei Beinpresse oder so. Mhm. Ja, da arbeitest du dich ja langsam an dein Maximalgewicht hin. Da kannst du schon mal Vollgas geben bei so einer Druckübung oder so. Da machst du dir eigentlich auch nichts kaputt. Mhm. Und dann mit einem Back-off, ja. Jetzt bei Seitheben, Latzug, mache ich das nicht. Nee. Eher Volumen dann. Ja. 3-4 schwere Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen, geht. Genau. Und gleich moderates Gewicht dann eher so. Classic Physik und Figur, Athletinnen können gut zusammen trainieren. Ja. Die haben ja doch ungefähr den gleichen Fokus, was Muskulatur angeht. Ja, stimmt. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Classic Physik vielleicht doch minimalst mehr Arme trainiert. Und die Figur den vielleicht minimalst mehr Po. Ja, stimmt. Stimmt. Das vergessen ganz viele. Arsch ist einfach wichtig, ja, weil sonst fängt, wenn du hinten in der Backhose bist, du bist komplett fettfrei und der Arsch ist klein und die Haut hängt dann so, ne? So, das geht nicht. Das muss richtig so. Ich mag Arsch. Ich mag Arsch, echt. Auch bei einem Kerl. Ein Kerl, der braucht auch Arsch. Es gibt so viele Bodybuilder, die keinen Arsch haben. Wenn es dann so gerade runter geht. Ja! Ja, es kommt ganz schön Pump in die Geschichte rein. Ja, Alex braucht Gewicht. 20er. Ich sag, machen wir so 2 Sätze hier, oder? Ja. 2 so Arbeitssätze, wie gerade eben. Und dann nächste Übung.
Wie ist es dann so, machst du bei der nächsten Übung, wenn du eine neue Übung anfängst, dass du dann auch wieder ein paar Warm-ups setzt oder dann ziemlich gleich schwer einsteigst? Ich mach's halt echt immer erst so, ich brauch so einen Fühlsatz, ne? Genau. Ja, Mann. Dass so ein bisschen Blut reinkommt, dass man sich an den Bewegungsablauf wieder hat, vor allem wenn es was Neues ist. Ja. Und dann wieder schwer. Genau. Früher waren wir beide Olympathleten. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr die gleichen Supplement-Sponsor, aber immer noch die gleichen Klamotten-Sponsor. Ja, immer noch Better Body. You ain't by that fast life. Honey on the dash with the cash light. You ain't by that fast life. Big dog status with the stash light. Links von mir in der Runde, also. Hä? Links zu. Ein bisschen. Ich bin ganz leicht verdreht. Ja, also stark. Rechts komme ich voll gut runter. Und links. Links ist nicht so. Ich sehe, du hast einen Gürtel dabei. Ja. Nimmst du den her öfters zum Trainieren? Ja, tatsächlich für Stabi auch. Dünnig wegen der Atmung, ne? Genau. Weil ich mir denke, so in dem Moment, ich habe es auch erst jetzt wieder angefangen. Weil mir letztes Jahr meine Bauchkontrolle so ein bisschen kritisiert hat, ja. Dass ich, ja, wenn es dann hart wird auf der Bühne beim Posen, dann gerne mal den Bauch raushängen lasse. Und so denke ich mir, hart ist es auch im Training. Und wenn du es dann die ganze Zeit gewohnt bist, schon während der Belastung nur durch den Brustkorb zu atmen und nicht durch den Bauch, dass sich das dann so verinnerlicht, dass ich dann im, ja, auf der Bühne das gleiche denke. Das macht voll Sinn, finde ich auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Gürtel eine schmale Taille macht. Weil das ist doch ein bisschen genetisch veranlagt, beziehungsweise wie man trainiert. Aber auf alle Fälle bringt es eine bessere Bauchkontrolle. Gute. Voll, gell? Ich fühle mich wie ein Schrank. Das ist auch so, wenn man diese Sätze immer mit Hilfe. Ja. Immer so einer, weißt du, das ist, im Endeffekt ist ja eigentlich schon so, muss man sagen. Wenn du ein Gewicht nimmst, was du 10-mal schaffst, dann ist die 10. Wiederholung eigentlich die einzige effektive. Ja. Wenn bloß einer die ganze Zeit immer mithilft, dann hast du am Anfang. Keine Ahnung, ich sage jetzt 80 Kilo, in der nächsten Wiederholung hilft einer 5 Kilo mit, nächsten dann 6 Kilo, 7, aber du hast in jeder Wiederholung so dein Maximal. Du hast absolutes Muskelversagen, weil dein Muskel ja schon vorher aufgibt. Ja? Genau. An die Hammer Strange. Achso, willst du an die Nautilus? Okay. Nautilus? Mhm. Ja. Weißt du, was bevorzugst du lieber, die mit Plate oder die mit Steckgewicht? Die da. Die. Aber willst du zusammen machen oder willst du einzeln machen? Zusammen, ja, dann machen wir die mit Steckgewicht. Machst du mit Steckgewicht quasi? Ja. Gut, fang ich gleich an. Dehnst du dich? Ja. Echt? Ja. Machst du das so morgen routinemäßig? Ja, immer so mit Cardio. Wobei ich sagen muss, eher Oberschenkel immer. Und Rückenbereich. Also zum Beispiel, wenn ich mich nicht dehne, dann sitze ich lange im Auto. Beim Autofahren, dann tut mir das Knie weh. Übel. Kennst du das? Ja. Lange fahren, du musst ja den Weg nach Hamburg da, so genau hier drüber, dieses Angewinkelte. Mhm. Wenn ich mich immer regelmäßig dehne, habe ich es nicht. Oder viel weniger. Ja, bestenfalls gehe ich zum Ritsch und der sagt mir, Nadine, du bist einfach nur unmobil.
da muss man gar nichts machen. Mhm. Das wäre natürlich super. Aber es war gut. Machen wir noch einen leichten Satz? Ja, okay. Bisschen mehr pumpen. Und dann kommen wir zum Rudern. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie lange brauchst du in der Regel für ein Training? Also ich muss sagen, Push bin ich schnell durch. Mhm. Da brauche ich eine Stunde oder so. Stunde reicht locker. Rücken sind es dann immer so 1,20, 1,30. Ja, okay. Ja. Und Beine bist du locker bei 1,30. Ja. Also ähnlich. Also bei Beinen nicht so. Ich bin vielleicht 2 Stunden im Studio, ja, aber 40 Minuten im Endeffekt nur damit beschäftigt, erstmal Chat aufzuwärmen, ja. Um dann im Ende hier 80 Minuten Gas zu geben, wenn überhaupt. Ich finde auch, man denkt dann immer, also ich habe immer gedacht, boah, in der Diät, da brauchst du vielleicht nicht so lange, weil du ein bisschen besser mit der Atmung bist und vielleicht schneller wieder bei der Sache, weißt du, da trainierst du ja nicht so schwer, aber im Endeffekt brauchst du die Diät genauso lang. Ja. So vom Kopf einfach her. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich gehe nicht ins Studio mit einem vorgefertigten Plan. Ich sag so ungefähr, ich mache jetzt heute Brust und vielleicht eine Übung gehe ich schon rein, wenn ich will das Gewicht schaffen, so als Zielsetzung ein bisschen. Aber ansonsten höre ich so ein bisschen, kennst du das? Du trainierst, bist voll Fokus, du hast voll Bock, es macht Spaß, bist voll im Drive. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, du denkst schon, das Essen auf einmal, okay, was muss ich heute Abend noch machen? Keine Ahnung, bei dir vielleicht alles Kinder holen. Ja. Und dann sage ich, Alter, okay, jetzt bist du schon 70 Minuten da, hast du was? Geh heim. Du bist eh schon mit dem Kopf nicht mehr 100% dabei. Aber solange ich dieses Denken habe, boah, noch nächsten Satz und noch voll im Training, kann es auch sein, dass ich mal 2 Stunden trainiere, wenn ich ausgeschlafen bin, fit bin. Ja. Aber wenn ich merke, so nach 3, 4 Übungen, was esse ich jetzt später, was mache ich heute noch? Dann ist und je näher der Wettkampf rückt, desto mehr kommen halt einfach solche Gedanken. Oh, dann höre ich auf, dann sage ich, dann bringt es nichts mehr. Ja. Sehr schön. Aber ich muss auch sagen, ich finde, das ist immer auch viel Einstellungssache. Immer so, boah, ich esse jetzt wenig, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Wenn ich das schon höre, dann denke ich mir, du Muschi, danach muss es ein Sport sein. Ja, ist so. Das ist der Kopf. Genau. So, auch wenn jemand sagt, oh, ich habe nur noch so und so viel Carbs. Ja und? Die Muskulatur ist ja noch da. Das ist auch so was. Das ist ja das Schöne bei einer Diät, beim IFBB oder so. Ja. Die Muskulatur wird geschützt von Supplementen. Ja. Und das nächste ist ja auch, also ich finde, das hat Kevin Levrone mal in einem Video gesagt, grundsätzlich ist es keine Kunst, 6-mal die Woche ins Training zu gehen. Nee. Es ist auch keine Kunst, 6-mal am Tag ordentlich zu essen. Das zeigt nur von Disziplin. Aber hier das Training, Gas geben, und das unterscheidet den Champion. Ja. Du kannst dich immer sauber ernähren, immer alles nach Plan machen. Und wie viele gibt es im Studio, die immer regelmäßig da sind und trotzdem noch nichts ausschauen? Ja, ist so. Oh nein, es liegt nicht nur an der Chemie. Nee, das ist auch so ein Irrglaube. Merkst du es? Oh ja. Und weiter, komm, jetzt noch 6. 5, 4, jetzt helfen. 3, 2, 1. Passt. Das Ding ist, wenn du quasi in der Bewegung deine Wirbelsäule durchdrückst, deine Brustwirbelsäule, dann hast du nicht nur den Lat, sondern du hast auch wirklich die Tiefe mit drin. Mhm. Also den kompletten unteren Strang so, weißt du? Ja, du machst es vor, aber sieht man voll, wie der ganze Rücken arbeitet. Richtig gut. Gut. Okay, schön. Da muss man nichts abbauen, da ist Steckgewicht. Deswegen haben wir auch die gemacht. Ganz angespannt. Aber
Aber nicht schlechter, gell? Wirklich nicht schlechter. Also ich war ja echt immer so ein Favorit von einarmig und so. Aber dadurch fehlt es mir halt auch genau in dieser Mitte, wenn du beidarmig arbeitest. Wo du dann halt ich glaube schon, dass du mit, wenn man einarmig rudern macht, dann kommst du einen Tick mehr auf diesen Latt. Ja, ja. Weil du in diesen Stretch reinkommst. Ja. Aber ich finde, dass Rudern eigentlich nicht für ein Latt ist. Ist so. Aber da haben wir ja den Lattzug am Anfang, ja, wo du ja nichts anders spürst. Wobei man auch sagen muss, der Alex ist jetzt kein Athlet, wo auf seinen Latt achten muss. Ja. Yes. Der hat eine Spannweite. Es gibt immer so ein paar Schokoladenseiten, was einem immer sehr einfach fällt zum Ansteuern. Eine, wenn du auf der Bühne, müssen hier, wenn du da so vorgehst, so, das sieht bei dir geil aus. Ja. Ja, genau, weil du halt immer erst mal kurz Rücken zeigst und dann in die Seite reingehst. Im Rücken ist das auch, keine Ahnung, habe mich noch nie verrissen, noch nie verletzt, noch nie gezerrt. Das geht einfach, da kann ich egal wie sauber, unsauber trainieren. Und dann gibt es so Sachen wie Beine und Arme, da muss ich immer ein bisschen sehr vorsichtig oder mit Kopf trainieren, dass ich auch gescheit was spüre. Richtig öffnen hier, genau, und wieder hinter. Und das jetzt wieder aufschieben, genau, und hinter. Genau, perfekt. Hätte mich gar nicht aufgefallen, dass das Ding wieder so läuft. Wow. Aber merkst du, was ich meine? Ja, wenn du dann so aufschreibst, ist es ganz anders. Auf, ja, aber nicht vor. Ja. Aber öffnen und dann hinten so zusammenziehen wieder. Daraus würdest du dieses Line-Up hier. Das ist sozusagen die Anfangsposition und dann Schub. Line-up, Schub. Ah ja. Ja. Genau. Dass du es öffnest und dann schiebst du es hinter. Ja. Also so habe ich das meiste gespürt dann genau hier drin. Mhm. So wie die Pose an sich eigentlich. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with the A-list. She trying to throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told my mom I'm fine. Okay. Also ich habe noch keine Frau gesehen, die so schwer Rücken trainiert. Stark. War gut. Stark. Ist da? Ja, aber Rücken war jetzt auch nie deine Schwäche. Nö. Also Spannweite habe ich. Ja, das, was fand ich, oder was dich so ausmacht, ich denke, es ist eben deine Arbeitsmoral im Training. Das ist, wenn du dieses Peaken perfekt geschafft hast, hast du diese absolut kranke Muskelqualität. So, ich sag jetzt mal so ein bisschen viel Beef-Style. Das heißt rund und hart. Aber nicht so abgeratzt. Ja. Sondern so. Aber das spricht ja so aufgeblasen. So. Die Schultern flupp, genau. Ja. Ich finde, das haben auch die dunkelhäutigen Athleten halt so. Mhm. So diese plastische. Ja, plastische. Ja, Comic-Look. Ja, voll geil. Aussehen wie eine Manga-Figur. Ich kenne immer bloß dieses T-Bar von, ja, wie man es von McFit kennt, Gym 80. Ja. Ist nicht schlecht, ja, aber bedeutend schlechter als das hier. Wenn du einmal hier trainiert hast und an diesen oder an solchen Geräten trainiert hast, du gibst dich halt mit nichts anderem mehr zufrieden. So. Diese ganzen typischen Studioketten nicht mithalten. Snakes is in the grass. So snitching on the gram and now them jacks is on your ass. We ain't going out for nothing. We just take it, we on ass. But you cannot trust them vultures cause they take it for your last. City where you keep it on you. Yeah, yeah. It's weaker on you. You ain't going too hard.
13 Jahren. 13 Jahre schon. Wann war das erste Mal, dass du auf der Bühne warst? 2018. 2018. Ja. Auch schon damals Figur gleich. Ja. Bei mir war es dann tatsächlich auch so, ich habe eine Vorbereitung angefangen und ich dachte, okay, was übrig bleibt, ist dann vielleicht Bikini. Aber dann hat es mich so auseinandergeschoben, weil ich davor nie wirklich... Es war halt noch 2018, das war noch vor der Trennung. Ja, genau. Im Frühjahr oder Herbst? Im Herbst, Internationale. Und was ist dann, bist du auf die Deutsche gekommen? Schon, oder? Ich habe die Deutsche gewonnen. Du bist Deutsche Meister gleich in der ersten Saison? Ja, ich bin Bayerische Meisterin halt geworden. Also erste Saison, wird Deutsche Meisterin. Dann kriegt sie mal so zwei Fratzen, ja. Macht ein bisschen Pause, ja. Denkt, macht einen lockeren Einstieg. Ich habe dich ja damals dann schon verfolgt. Du machst so einen kleinen, echt, kann man echt kleinen, unbedeutenden Wettkampf mit, gewinnt auch, klar. Ja, aber dann im Pro-Qualifier gewinnst du auch gleich. Dann schnuppert sie mal Luft bei den Profis. Da, platziert sich gleich in den Top 5, gell? Ja. Und dann den nächsten Wettkampf bei den Profis gewinnst du gleich. Sag Olympia. Ja. Da sieht man, das ist doch irgendwie ein bisschen Genetik, Veranlagung. Da können manche noch 100-mal disziplinierter sein. Ja, aber guck mal, wie lange du schon dabei bist. Nicht hin. Wie lange bist du jetzt dabei? Ich kenne dich nämlich noch, da warst du beim Roland. Ja, ja, 2012 habe ich das erste Mal Wettkampf gemacht. Ich bin auf Anhieb halt bayerischer Meister geworden, aber Deutscher nicht. Ja, das bin ich aber auch. Aber das waren schöne Pokale. Ja. Der war schöner als der von der Deutschen. Ja. Die Deutschen, weiß nicht, hast du, aber diesen Glasding, oder? Hast nee, du da ein Eis draus essen? Das war 16. 16. 16 war das mit den Glasdingern. 18 war Blechpokal. Blechpokal. Aber voll, also Schad, doch Deggendorf, Niederbayerische, war der Kelch, der okay. Glaskelch, okay. Der schöne. Mhm. Von der Froschi. Aber manche sieht man halt, wenn man die Veranlagung hat. Bei ihr ist es extrem. Also ich glaube in Deutschland möchte ich behaupten, die mit dem meisten Potenzial. Weil sie hat halt einfach diesen Look halt einfach. Weißt, das ist öfters, was unterscheidet einen guten Athleten von einem weniger guten? Weißt du, so eine Linie haben sie alle eigentlich, eine relativ gute, die da oben sind. Ein bisschen subjektiv kann man halt sagen, mir gefällt der eine das bisschen mehr, der andere das. Hart werden auch alle. Wer da oben mitspielt, der weiß zu leiden, kennt seinen Körper. Aber ich sag, das macht dann den Unterschied, diesen Look einfach. Also es gibt so hart und es gibt hart. Und das eine hart schaut halt einfach nur hässlich aus. Das ist wie das von einem Marathonläufer, der nichts isst. Ja. Und das andere hart, das ist halt so plastisch. Und das bringt sie halt brutal hin. Du hattest das letztes Jahr aber auch. Das war richtig gut. Das ist dieses, ja, das unterscheidet, glaube ich, auch dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja. Also ich gestalte immer das Rückentraining so wie heute. Und dann denke ich mir, ich habe dann schon Blut im Bizeps drin. Dann mache ich immer nur so nicht viel, nur so 4 Sätze. Nochmal so ein bisschen zum Konzentrieren. Und habe dann aber noch einen extra Abendtag. Bei dir ist dann nach Rücken immer durch. Ja, ich mache aber auch ein bisschen Bizeps jetzt mal mit. Oh, ich probier's mal. So. Ey, was auch. Probier das jetzt mal. Ich weiß nicht, was nimmt man da so? Ich schwöre euch, ich habe noch nie Bizeps trainiert. Ja, so ist es einfach, ne? Hä? Voller Peak. Okay, ja, das reicht dann jetzt auch nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Es gibt aber tatsächlich Figurathletinnen, die müssen Bizeps trainieren, weil das dann irgendwie zu dünn aussieht. Also wenn die Schultern voll dick sind, dann kommen solche Spaghetti-Arme heraus. Das ja, ja. Aber ansonsten, wenn du zu viele Arme in der Figur hast, finde ich, dann wirkt halt die Schulter wieder nicht. Ja, ist so. Das ist voll der schmale Grat. Aber ich habe lieber Schulter. Willst du die Woche 8 sein? 5 bis 6 Mal. 5 bis 6 Mal. Was für ein Split dann? Push-Pull-Beine. Das ist Standard. Ich habe auch nur eine Brustübung. Nee, 2. Einmal Fleiß und eine Schrägbankdrück-Variante. Aber das reicht. Also, weil ich brauche nicht viel pusht. Das ist schon in Ordnung. So. Alex, der macht ja noch ein bisschen Bizeps. Ich habe gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen Überzüge, um das ganze Gerüst da hinten, die Kette, noch ein bisschen lang zu kriegen. Ich finde das als letzte Übung eigentlich sehr sinnvoll. Du brauchst nicht mehr viel Gewicht. Kannst gut unter Kontraktion arbeiten und du dehnst halt einfach nochmal komplett deine ganze Kette hinten. Ich nehme heute die Trizepsgriffe, die gibt es übrigens auch beim The Most Hated Shop. Die sind aber nicht von The Most Hated,
aber da liegt halt die Hand einfach so geschmeidig drin. Gell, Michi? Kennst du, oder? Ja, klar. Kennst du? Okay. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Okay, Alex hat sich schon verquatscht. Wir gehen mal kurz vor. Da ist nämlich auch der andere Kollege, der Chris Baumann. Wenn ihr übrigens mal mit dem Chris ein Video sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil da steht auch noch was aus. So, Abmoderation. Was ist ab? So. Das machen wir noch Formcheck. Das machen wir im nächsten Video. Okay. Ja. Da hast du gleich drei Videos. Das finde ich super. Das ist super, Arbeit erledigt. Ja, war ein geiles Training. Ja. Super Trainingspartnerin. Ja, es hat aber echt Spaß gemacht. Also war mit Spaß. Alex. Die hat Power, die Frau. Wir haben echt gut harmoniert. Also wir waren ja schon immer mal wieder zusammen im Studio, aber haben nie wirklich zusammen trainiert. Jeder hat immer so sein eigenes Ding gemacht, auch in Vegas. Hat auch jeder sein eigenes Ding durchgemacht, ne? Nur gepostet haben wir dann zusammen. Genau. Ja, aber wir kommen echt gut zurecht, auch privat. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall hier warst. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da. Supporten könnt ihr uns mit Nadine, 10 auf Big Zone und Alex bei Peak. Dankeschön. Und ja, Dankeschön. Bis dann. 40.